Willkommen im Lager. Ja, und damit wieder mal willkommen zurück zu Gothic 3 Götterdämmerung. Und heute habe ich mir mal vorgenommen, also ich habe realisiert, ich bin schon seit 4 Monaten ungefähr schon an diesem Spiel hier dran und so langsam muss ich das Elend mal beenden. Und deswegen dachte ich jetzt mal, heute nehme ich mal mehrere Folgen dann hintereinander auf. Also ich versuche heute mal dran zu bleiben. Ich hoffe, das Spiel geht mir nicht allzu sehr auf den Keks, dann schaffe ich das auch. Denn ich habe ja vor... Oh, warum zieht er denn das Schwert? Ich habe doch gar kein Schwert ausgerüstet. Was soll das denn jetzt? Ich habe... Oh, denn ich möchte ja noch vorher, bevor ich mit Elex anfange, was ich ja dann streamen werde und ich werde es dann versuchen hochzuladen, möchte ich vorher noch Arcania durchgespielt haben, was ja auch noch ein Bröckchen ist in der Gothic-Landschaft und halt der eigentliche Grund ist, warum ich überhaupt Götterdämmerung spiele, weil ich ja auf Arcania hinausarbeiten will. Och nee, jetzt die Schlangen, die sind ja die ganze Zeit im Weg. Wie soll ich denn so die Minecrawler angreifen? Boah, das sind aber echt viele Schlangen. Boah, Leute. Ja, habt ihr da jetzt einfach nur mal mit dem Editor 1000 Schlangen reingesetzt oder was? Ich jetzt einfach mit Feuerregen könnte ich auch alles hier töten. Ach, wisst ihr was? Das mache ich jetzt auch. Boah, der hat gesessen. Okay. Wieso kann ich den Feuerregen nicht verwenden? Ich dachte, das ist eine Spruchrolle. Oh, ist das in Gothic 3 anders oder haben das jetzt wieder die Entwickler von Trine Games hier versemmelt? Nochmal schnell speichern, nicht, dass sie mich hier gerade gleich wirklich erledigen. Hier wird der Zauber auch echt noch unterbrochen, wenn man angegriffen wird. Das war ja zum Glück in Gothic 2 nicht so. Oh, da oben sind Varane. Ach nee, die heißen hier einfach nur Bestien. So, ja, ich bin ja eigentlich immer noch auf der Suche nach diesen blöden Weizensäcken. Hier habe ich ja tatsächlich noch ein paar gefunden, da wo die Korndiebe im dritten Teil waren. Aber hier war ja dann diese epische Höhle. Oh ja, ach, das sind die Bestien, die ich für Roland töten sollte. Okay. Oh, hier haben wir auch wieder Minecrawler. Gargoyles. Fleischwanzen. Oh, Mann. Wie viel Mana brauche ich hier? 250 Mana brauche ich dafür. Für eine Spruchrolle? Sag mal, seid ihr denn bescheuert? Fleischwanzen sterben natürlich, aber der ganze Rest hier. Der sollte doch eigentlich auch dabei sterben. Naja. Ich glaube, ich rüste nochmal. Ich trinke nochmal ein bisschen von den Mana-Tränken etwas. Also hier kann man auf jeden Fall gute Erfahrungspunkte abstauben. So, die Gargoyles, die brauchen auch tatsächlich nur 2 Feuerbälle. Und dann sind noch die dahin. So.
Ja, ich bin echt schon seit 4 Monaten an diesem Spiel dran. Das hat mich echt gewundert. Es fühlt sich wesentlich weniger an. Aber ich habe nicht so viel Zeit gehabt aufgrund anderer Projekte. Ich habe ja noch zusammen mit dem Noctura das Torchlight-Let's Play aufgenommen in der Zwischenzeit. So, aber jetzt versuche ich erstmal Götterdämmerung zu Ende zu kriegen. Och, da sind schon wieder Minecrawler. Mensch, Leute. Wie viele Lernpunkte habe ich jetzt nochmal? 25, okay. So. Ich glaube, jetzt könnte ich zurück zu Rollern gehen. Gibt's doch gar nicht. Doch, bei Rollern. So, war das jetzt hier der letzte? Oder haben die noch was im Petto? Boah, wirklich, diese ganzen Schlangen hier, die gehen mir so auf den Nerv. Also, hätte ich jetzt so einen Flächenzauber, würde ich das hier einsetzen. Ein Rhino-Töter. Mhm. Rhino-Töter, das ist aber auch ein... Also, Leute, das ist ein ziemlich dummer Name für so ein... Für so eine Waffe. Rhino-Töter. Es klingt, als hätte das irgendein Kind benannt. Mama, das ist ein Rhino-Töter. Also ich weiß nicht, was haben die überhaupt richtig gemacht hier in Götterdämmerung? Die haben richtig gemacht, auf jeden Fall, dass sie noch zusätzliche Hütten eingebaut haben, um Treles herum und so. Auf jeden Fall, ich brauche einen Dietrich. Ach, jetzt habe ich keinen Dietrich mehr. So, aber das ist halt auch schnell abgezählt, dass sie richtig gemacht haben. Das meiste haben sie ja wirklich falsch gemacht. Leute, ey, warum... Ja. Ja, okay, gut. Wunderbar. Das habe ich euch hoffentlich erledigt. Und kann dann weitergehen. Boah, was sind das denn für Ausdünstungen hier? Wer macht denn sowas? Haben die Schlangen da Bohnen gegessen, oder? Ah, hier sind haufenweise Eidechsen. Ja gut, ich gehe auf jeden Fall jetzt hier raus. Die Höhle regt mich ein bisschen auf. Aber ich bin sowieso, glaube ich, fertig mit dieser Höhle. So, denn ich habe ja was Wichtigeres zu tun. Denn, ja genau, ich muss ja die Weizensäcke suchen. So, ich glaube, war ich letztes Mal schon wieder in Monterra gewesen? Habe ich die da schon gesucht? Ich weiß es gar nicht. So, ruckel dich mal aus der Höhle hier raus. Kann natürlich sein. Bring mir was über Alchemie bei. Nein, mystischer Wanderer. Von dem habe ich halt... Die Kräfte, die sich dir entgegenstellen, sind zahlreich. Aber du wirst sie in deiner Hand zermalmen. Hier ist der Schlüssel zu einer Truhe, in der sich eine Schriftrolle befindet, auf der Weg zu einer neuen Fähigkeit beschrieben ist. Danke. Aber eile noch nicht davon, denn du benötigst 2 weitere Schlüssel. Och, die sind mir so egal, die anderen Schlüssel. Und wo finde ich die? Bei denen, die meine Brüder genannt werden. Es gibt 2 von ihnen. Verteilt in den Ländern von Faring und Gotha. 3 Schlüssel führen dich zum Ziel. Ja, das sind wahrscheinlich die anderen Wassermagier, da die ich gesehen habe. Wozu die ganzen Schlüssel? Du magst nur einer sein, aber du beschreitest viele Wege. Viele Wege führen zum Ziel. Wie sonst wirst du lernen? Weiß ich nicht, aber du redest ganz schön langsam und unnötig verschachtelt. Bei denen, die meine Brüder genannt werden. Sagt einfach, bei meinen Brüdern. Fertig. Bring mir etwas über alte Magie bei. Warum sagst du nicht einfach, hol die Schlüssel bei den Wassermagiern in Gotha und in Faring? Ja. Und warum überhaupt diese ganze Kiste mit den Schlüsseln und alles? Gotha ist sowieso hier um die Ecke. Ich glaube, da schaue ich auch mal jetzt gerade so zu Fuß vorbei. Vielleicht sind da noch irgendwelche Gegner unterwegs.
Du wandelst auf vielen Pfaden, Wanderer. Du bist derjenige, den man den Entscheider nennt. Bei denen, die meine Brüder genannt werden. Oh. Aber was Sachen Vertonung angeht, da werden wir noch bei Arcania unseren Spaß haben. Da gibt es, da gibt es auch ganz feine Leckerlis, was jetzt die Synchronarbeit angeht. Also da werden wir uns auch mal mit vergnügen können. Abgesehen davon, von den ganzen Quest-Design-Schwächen und sonstigen Fehlern. Aber ich muss sagen, Arcania ist ein wesentlich besseres Spiel als Götterdämmerung. Ich hab das eigentlich umgekehrt in Erinnerung gehabt, weil ich von Arcania so enttäuscht war, dass es einfach kein Gothic ist und die Lore total über den Haufen schießt. Aber es war dann doch im Endeffekt noch ein besseres... Oh, Weizensäcke. Oh, ich glaube, das sind die restlichen. Okay, ich habe die Weizensäcke. Ja, ich glaube, Arcania hat mir dann doch wesentlich besser gefallen als das hier. Das ist zwar auch eigentlich ein sehr, sehr dummes Spiel. Das ist tatsächlich vom Kampfsystem noch simpler als Diablo. Ja, und das ist... Da bin ich auch mal gespannt, wie das jetzt mal ist. Ich habe das ja damals einmal durchgespielt und das auf der Xbox. So, ich möchte die Weizensäcke abgeben bei Theodor. Und ich kündige es einfach gar nicht mehr an. Also, ich habe jetzt oft genug gesagt, dass er mich mal zu Lee lassen soll und dass wir zu Lee wollen und so weiter und so fort. Aber ich habe die Hoffnung schon aufgegeben. Ich glaube, das Spiel, es müsste eigentlich nicht als Untertitel tragen Götterdämmerung, sondern Theos Aufgaben. Theo und Errol. Die Arschlochaufgaben. Kapitel 1. So, Theo. Jetzt bin ich mal gespannt. Hast du jetzt genug mit den ganzen Säcken oder... Halt! Kein Schritt weiter. Weizen. Wir brauchen Weizen. Hier hast du den Weizen. Hier hast du den Weizen. Ausgezeichnet. Vanguard steht tief in deiner Schuld. Ja. Wie wär's, dass du mich jetzt vielleicht mal reinlässt? Na gut, dann werde ich mal mit Lee reden. Natürlich, mein Freund. Du kannst passieren. Natürlich. Natürlich, du darfst natürlich rein. Eben als du uns Fleisch gebracht hast, als du uns die ganzen Speer zurückgebracht hast, alles andere, diese 5 Amulette aus Adea beschafft hast. Also da hab ich gedacht, nee, dich lasse ich nicht rein. Aber jetzt, nachdem du uns Weizensäcke gebracht hast, also da muss ich sagen, natürlich darfst du rein. So, und hier schaue ich jetzt mal auch ein bisschen, ob ich hier... Ach, die Speer, die durften natürlich direkt rein. Die können nichts außer fressen und rumsitzen, aber die dürfen natürlich rein. Aber ich, der die Welt schon, wie weiß, vor Belia gerettet hat, Frieden gestiftet hat und was weiß ich was, und jetzt wieder dabei ist, daran ist, die Welt zu retten, der muss natürlich draußen bleiben. So, Hubertus Frau. Ich rede mal mit ihr einfach mal. Was denkst du, wer wird den Krieg gewinnen? Ich finde, Torus sollte gewinnen. Torus sollte gewinnen oder wird? Aber sollte, warum? Ja. Und warum? Das wäre besser für das Geschäft meines Mannes. Hast du Torus Armee mal gesehen? Ja, ein schrecklicher Anblick. So viele Orks. Mhm. Was kauft Lee bei deinem Mann? Nichts, wir sind nur hier, um uns zu erholen. Warum geht der Held denn davon aus? Besser. Was? Ich geh nicht zu nah ans Feuer. Ich wollte nochmal mit ihr reden. Und warum hat ihr auf einmal wieder einen Dialektwechsel? Och man. Ich wollte sie noch fragen, was sie von Gorn hält. Bürger. Was willst du? Gab's viele Angriffe auf die Stadt? Wir haben aufgehört zu zählen. Ich wünschte, der Krieg wäre endlich vorbei. Verstehe. Keine Sorge, die Dinge werden sich bald ändern. Ach, das haben sie auch gesagt, als vor ein paar Jahren dieser Xardas verschwunden ist. Nichts wird sich ändern. Und jetzt lass mir die Ruhe. Dieses Gerede vom Krieg macht mich ganz krank. Der hat sogar eine Glatze und heißt Bürger. Ist das vielleicht Bürger Lars Dietrich? Paladine haben wir hier. Paladine. Eine Wache. Der ist kein Paladin.
Aber ich weiß nicht, ist das bitter, dass er der einzige Nicht-Paladin da oben ist? Oder ist das bitter, dass die alle Paladine da oben, dass sie für den simplen Wachdienst hier abgeschoben werden? Statt Innos zu frönen und in den alten Schriften... Naja. Wer bist du? Oh, ich hab dich gar nicht angesprochen. Thanas, so wie du. Verstehe. Ich hoffe, du willst hier keinen Ärger machen. So, ich muss da mal wieder an die Arbeit. Ich bin gerade dabei, einen Trank zu brauen, der einem immense Macht verleiht. Ja, du hast einen sehr guten Synchronsprecher. Oh Mann. Kann ich vielleicht was für dich tun? Ich weiß nicht so recht. Was ist los? Ich habe gehört, dass Cornelius den mächtigsten Trank aller Zeiten gebraut hat. Ah ja. Ach der, für den man Feuernesseln aus den Mägen von Scavengern braucht. Woher weißt du das? Ich kenne Cornelius. Das ist ja interessant. Dann besorg mir doch das Rezept für den Trank von ihm, ja? In Ordnung, kann ich machen. Kann ich machen, aber ich habe jetzt auch nichts versprochen. So, der Typ hat Rüstung im Angebot. Offiziersrüstung. What the... Leichte Nordmarus. Was ist denn die Offiziersrüstung? Mann, ich will mein ganzes Geld nicht dafür ausgeben. Königskrone. Warum kann ich denn bei ihm die Königskrone kaufen? Todesmaske. Die Königskrone wäre natürlich geil. Aber ich... Oh, die Offiziersrüstung ist aber... 90.000! Drachenzahn. Okay, den kann ich eigentlich verkaufen. Resistenz gegen Kälte. Die wird von den Offizieren der Nordmarer Armee getragen. Ach so, das ist wahrscheinlich die Nordmar-Rüstung. Naja, gut. Ich habe auf jeden Fall jetzt 100.000 Gold zusammen. Davon möchte ich mir wahrscheinlich eine Robe kaufen. Vielleicht bleibt da noch ein bisschen was übrig für die Krone. Hubertus, ja, ich habe mir bereits angenommen, dass deine Frau... Dass das deine Frau ist und du der Händler bist. Kennst du Torus? Natürlich. Ein guter Mann, sehr fortschrittlich und ein guter Handelspartner. Warum hat er eigentlich die Assassinenklamotten an? Was kauft Torus bei dir? Holz für seine Lager. Ich konnte Sind Torus Männer gut ausgestattet? Ja. Oh ja. Er hat sicher eine der best ausgerüsteten Armeen in ganz Utah. Sind Torus Männer gut ausgestattet? Das ist auch eine Frage, die kann man auch zweideutig verstehen. Was kauft Lee bei dir? Gar nichts. Ich komme nach Vanguard, um mich zu erholen. Mhm. Bist du mal nach Silden oder Geldern gekommen? Leider ja. Silden und Geldern sind Dörfer mit zwei Dorftrotteln an der Spitze. Was denkst du, wer wird den Krieg gewinnen? Da stimme ich dir zu. Ah, solange Sieger und Verlierer weiter mit mir Handel treiben, ist mir das eigentlich egal. Da fällt mir nämlich gerade wieder ein, dieser ganze Kram mit Enoch und Arnok. Dass sie sich gegenseitig nicht sehen wollten, weil die noch irgendwelche Steuern eintreiben mussten. Warst du in letzter Zeit mal in Gotha? Ja, kein guter Ort, um Handel zu treiben. Was hältst du von Gorm? Ein guter Mann, aber dumm wie ein Stück Brot. Ist Gotha sicher? Ja, scheint so. Aber was die Stadt dringend braucht, ist ein kluger Anführer. Mhm. Wohin wirst du jetzt reisen? Ich werde hierbleiben müssen und mich um meine Geschäfte kümmern. Was sind das für Geschäfte? Das geht dich nichts an. Meine wunderschöne Frau würde sich allerdings gerne die Zeit mit ein paar Einkäufen vertreiben. Bring sie nach Faring und führe sie etwas herum. Ja. Aber pass auf, dass sie sich nicht zu gut mit den Leuten dort anfreundet, wenn du verstehst. Bring sie nach dem Einkauf dann wieder hierher zurück. Gut, endlich mal eine ganz neue Herausforderung. Ja, genau, ich bringe deine Schnalle jetzt nach Faring. Damit sie dort einkaufen kann. Hä? Was geht denn hier ab überhaupt? Hast du zu viel Zeit? Jetzt redet er auf einmal wie ein Araber. Was war Rand? Was ist denn hier jetzt los? Lass mich in Ruhe. Ja, Entschuldigung, ich musste dich halt imitieren, weil du hast eindeutig jetzt einen Varant-Dialekt. Ich habe fälschlicherweise Araber gesagt. Ich wollte sagen, Varanter? Na, Assassine, genau. Aber eben hast du ganz normal gesprochen. Was? Boah, ey, dieses Spiel, ne? Egal, ich gehe jetzt in den Thronsaal. Ich speichere vorher mal. Nicht, dass mir jetzt irgendjemand an den Kragen will. Ich denke mal nicht. Und man sieht, der Thron ist leer. Denn Lee wagt es gar nicht erst, sich auf den Thron zu setzen. Denn er sieht sich nicht als König. Er sieht sich als ein Mann des Volkes. Hallo, Lee.
Der ist ein bisschen jünger geworden, oder? Lee, du hast es ja weit gebracht. Gorn braucht unsere Unterstützung. Das geht nicht. Ein Hallo wäre zu viel verlangt. Nie zustimmen. Vielleicht kann ich ja mal mit deinen Generälen reden. Okay. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich muss sie irgendwie überzeugen, auf die eine oder andere Art. Das war's jetzt. Und warum steht er jetzt? Sprich mit Hans in der Nähe des Stadttors. Wo hat er jetzt die Info her? Wer ist dieser Hans? Wie kommt er auf diesen Namen? Oh. Wow. Wisst ihr was? Ich gehöre dazu. Dazu bin ich noch nicht bereit. Was? Ich brauche einen Dietrich. Oh, du brauchst immer irgendwas. Du bist noch nicht dazu bereit. Du brauchst einen Dietrich. Hör mal. Du brauchst vielleicht mal eine neue Rüstung. Ich mag zwar gute Werte haben, aber... ich finde diese Hörner, finde ich ja auch immer ziemlich albern an Helmen, weil diese Hörnerhelme, die gab's halt nie. Ich brauche einen Dietrich. Beziehungsweise, also man denkt ja immer, die Wikinger hätten so Hörnerhelme gehabt, aber da ist das vollkommen falsch. Man hat irgendwelche Trinkhörner gefunden neben Helmen, als sie ausgegraben wurden. Man ging dann davon aus, die wären an den Helmen befestigt gewesen, aber das ist halt kompletter historischer Blödsinn. So, hier oben sind Magier. Immanuel und wen haben wir hier? Feuermagier. Dann rede ich erstmal mit Feuermagier. Ich brauche einen Dietrich. Handeln. Ja, handeln ist immer gut. Oh, jetzt hat er hat nicht mal Rüstungen. Okay, ich hoffe, Immanuel hat welche. Er hat sogar Steintafeln. Das ist schon mal gut. Kaufe ich ihm ab. Feuerrobe, Kampfmagierrüstung. Vereint die besten Eigenschaften einer Magierrobe und einer Lederrüstung. Das ist schon mal gut. Hat sogar, glaube ich, bessere Werte, oder? Als die Feuerrobe. Die Feuerrobe kennen wir ja bereits aus Gothic 3. Da habe ich sie, glaube ich, auch getragen. Wasserrobe. Oh, die gibt's aber auch. Oh, auch nicht schlecht. Aber Kampfmagierrobe ist, glaube ich, neu. Die... Was haben wir denn hier? Magierstab. Ist ja besser als mein Magierstab. Stab des Feuers. Bonustalent. Feuermagier. Dann brauche ich das ja gar nicht erlernen. Was haben wir denn hier? Schutz vor Eis, Energie, Schutz vor Feuer. Klingen, Zeichenwäldern geschossen. Das ist hier auf 60. Ich nehme die Feuermagierrobe. Die Kampfmagierrobe meine ich natürlich. Und... ich hoffe, der kann mir was Gutes dann beibringen. Weil den Feuermagier, das Talent, das würde ich eigentlich gerne erlernen. Und den Magierstab, Bonustalent, der bringt überhaupt gar keinen Bonus. Meiner hat ja einen Mana-Bonus. So, ich trage dann schon mal, also erstmal hier die Steintafeln lesen. Damit ich auch, miam, 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 der isst hier immer irgendwie ein bisschen auf. Miam, 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 lecker Steintafel. Fast schon wie so ein Brot. Und... die mystische Rüstung ist eigentlich besser, aber ich finde dann die hier dann doch irgendwie besser. Jetzt, wo ich sie gerade mal sehe, ich sehe sie leider nicht von vorne. Ich glaube, ich muss hier bei was essen, dann geht das. So. Ja, das ist im Prinzip eine von meiner Lieblingsfraktion. Wie heißt sie? Die von den Nomaden eigentlich eine Rüstung. Die haben sie jetzt eigentlich nur eingefärbt. So, jetzt gucke ich mal nach den Skills. Bring mir etwas über alte Magie bei. Ich möchte Feuermagier werden. Mhm. Achso, so einfach ist das. Es muss dir einfach nur ein Feuermagier sagen. Mhm. Und dann geht das schon. Naja, okay. Ich meine, dann kann ich ja jetzt bald neue Zauber mal lernen. Ich glaube, hier Feuerregen wäre schon mal nicht verkehrt. So, ich muss ja diesen Hans auch irgendwie treffen. Und hier unten war ja auch ein Innos-Schrein vor diesem Thronsaal. Das ist aber eigentlich, wenn man jetzt mal ehrlich ist, ist das doch ein ziemlich jämmerlicher Thronsaal, oder? Für den König. Also... puh. Ich bedenke... nee, also... das ist ja keine richtige Halle. Da haben sogar die Feuermagier in Gothic 2 haben im Kloster viel wesentlich besseren Sitz gehabt als
Der König von Myrtana. So, dann bete ich mal im Innos-Schrein, der eigentlich sowieso, wie schon erklärt, nicht mehr funktionieren dürfte. Heilung wäre eigentlich auch nicht verkehrt. Gewähre mir das höchste Wissen der alten Magie. Waffensegen, Meteor, Wort der Herrschaft. Feuerregen. 20 Lernpunkte. Ich glaube, damit ist es ein bisschen knapp jetzt gerade an Lernpunkten. Ich habe 16 Lernpunkte. Ja, gut. Ich sollte dann am besten noch ein bisschen kämpfen und Erfahrungspunkte kriegen. So, ich möchte auf jeden Fall mit Hans nahe Vengards Stadttor reden. Ich muss Lies General Hans davon überzeugen, Goron zu unterstützen. Ja, hier war das Gespräch nochmal abgebildet. Meine Generäle würden dem nie zustimmen. Vielleicht kann ich ja mal mit deinen Generälen reden. Ich werde mal sehen, was ich tun kann. Ich muss sie irgendwie überzeugen, auf die eine oder andere Art. Er hat mir nicht gesagt, wo ich den General finde, wer die Generäle sind und auch wie der General heißt. Trotzdem habe ich all diese Informationen aus Lies Kopf extrahieren können. So, in der Nähe von dem Stadttor. Welches Stadttor meint er denn jetzt? Ich meine, Vengard hat ja eigentlich zwei. Das ist eine Bürgerin, das ist kein General. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Doch, damit habe ich bestimmt recht. Denn... Wo ist er denn? In der Nähe des Stadttores. Och, das ist wieder so eine Formulierung. Ja, was heißt das jetzt? Heißt das neben dem Stadttor oder ist er auf irgendwie diesem... Ich meine, irgendwie ist ja alles hier in der Nähe von dem Stadttor. Von dem Stadttor, ihr wisst, was ich meine. Am besten du hältst ich gehe einfach mal über das Stadttor. Ich erforsche einfach mal. Oder vielleicht schaue ich mal hier rein. Dann hier ist natürlich nichts. Hier soll irgendein General namens Hans sein. So. Das hier ist alles leer. Da bin ich auch schon mal gewesen. Wie man an der geplünderten Truhe erkennen konnte. Jetzt muss ich echt wieder diesen Hans suchen. Hans. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Nähe des Stadttores. Da oben war er nicht drin. Ach, hier unten? Nee, da war ich ja eben drin. Und es kommt noch schlimmer. Ich gucke einfach mal als nächstes beim anderen Stadttor nach. Oh, jetzt habe ich einen richtig, richtig aufgepumpten Feuerball. Dadurch, dass ich jetzt den Feuermagier-Skill habe. So, hier ist auch noch ein Stadttor. Aber das sieht nicht so aus, als würde da irgendein General sein. Aber hier sind vielleicht bei den Paladinen. Vielleicht habe ich hier irgendwie einen General. Oh, hallo. Da ist er. Was ich habe den gar nicht angesprochen. Ich habe einen Plan, um Myrtana den Frieden zu bringen. Ja, eigentlich wollte ich dir jetzt nicht ansprechen. Das wollte ich eigentlich auf nächste Folge verschieben, aber gut. Warum lachst du da? An dem Tag, an dem in Myrtana Frieden herrscht, ziehe ich mir ein Röckchen an. Es gibt keine Hoffnung für Myrtana. Doch, ich bin diese Hoffnung. Das haben andere auch schon behauptet. Und was ist mit ihnen passiert? Das ist noch lange kein Grund aufzugeben. Dann gib du mal nicht auf. Ich werde in der Zwischenzeit dann Vater, Großvater und Urgroßvater. Nur mal so aus Neugier. Wie sieht denn dein Plan aus? Zuerst mal müssen wir Gorn unterstützen. Gorn? Der taugt auch höchstens als Hofnarr. Wer bist du? Rede, oder ich schlitze dich hier und jetzt auf. Wow. Ganz einfach. Ich bin ein Krieger und ich will Myrtana den Frieden zurückbringen. Das ist möglich. Wir müssen nur Gorn unterstützen. Wenn dir Myrtana irgendetwas bedeutet, begräbst du deinen Hass und hilfst Gorn. Was redest du da? Wir sollen an der Seite eines Mannes kämpfen, der keine Ehre hat und nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist? Es kann keinen Frieden mit Gorn geben. Eher würde ich meine Seele verkaufen, als dass ich mein Schwert in die Dienste dieses Dreckskerls stelle. Wenn ich könnte, würde ich seinen Kopf auf einen Speer spießen und ihn mitten in Myrtana aufstellen. Es sind gerade so viele Sachen, die ich gerade gerne sagen möchte, aber ich rede einfach mal weiter. So viel Zeit haben wir jetzt gerade nicht mehr. Pass auf, was du sagst, Paladin. Deine Hasstiraden gehen mir langsam auf die Nerven. Und du pass auf deine Ideen auf. Du scheinst schon nicht mehr ganz richtig im Kopf zu sein. Es haben schon viele vor dir versucht, Myrtana den Frieden zu bringen.
Manche hatten völlig verrückte Ideen, aber sie sind alle gescheitert. Die Schwachen genauso wie die Mächtigen. Und dann kommst du an mit diesem hirnrissigen Vorschlag. Wo ist der Krieger, der Roba getötet hat? Wo ist der Krieger, der den untoten Drachen besiegt hat? Ja, das Haben bin ich. Seine Bemühungen irgendwas gebracht? Wo ist er jetzt, dieser mächtigste Krieger aller Zeiten? Er steht vor dir. Was? Ich war es, der Roba getötet hat. Und ich war es auch, der den untoten Drachen besiegt hat. Und ich werde der sein, der deinen Kopf auf einen Speer spießt und mitten in Mortana aufstellt. Ich... Du bist eine Schande für dieses Land. Bitte verzeih mir. Ich wusste nicht... Ich werde meine Zeit nicht weiter mit dir verschwenden. Ich sag dir nur eins. Es werden Veränderungen kommen. Und auch du wirst dich ändern müssen. Vor allem dieses Argument. Wo ist der Krieger, der Roba getötet hat? Als würde der das als Paladin gut finden, dass ich einfach seinen König umgebracht habe. Also hilfst du mir jetzt oder nicht? Ja, das werde ich. Danke. Mach's gut. Ja, danke, das hat sich aber schnell erledigt. Okay, jetzt weiß ich nicht, ob ich noch einen General aufsuchen soll oder ob ich jetzt wieder mit Lee reden muss. Der hat ja von Generälen gesprochen und Hans haben wir jetzt fertig abgeklappert. Also, dann bis zum nächsten Mal. Pass auf deinen Rücken auf!